Also, wir machen heute die Eiskaffee-Sahnetorte. Ein Rezept von der lieben Lisbeth an der Stelle. Dankeschön fürs Rezept. Ich bin sehr gespannt. Sie ist ein bisschen größeres Rezept. Ich habe es hier schon ausgedruckt. Hier sind auch die Zutaten, die wir dafür brauchen. 6 mittelgroße Eier, 150 Gramm Zucker, haben wir auch hier irgendwo stehen da. Mandeln, 150 Gramm, 30 Gramm Paniermehl. Habe ich auch noch nicht gesehen im Kuchen, Paniermehl, ich bin gespannt. Backpulver, Schokostreusel, Schlagsahne, Sahnesteig, Vanillezucker, Eiskaffeepulver, Mandelblättchen, Puderzucker und nochmal die Schokostreusel. Wie gesagt, die Zutaten stehen hier alle schon bereit. Und in dem Sinne viel Spaß bei diesem Stream oder bei diesem Video, je nachdem, wo ihr gerade schaut. Und viel Spaß. So, dann fetten wir das Ganze mal ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Machen den Herd damit an. Geh wieder aus. Die Eier trennen. Eigelb und Zucker mit einem Handrührgerät oder Schneebesen cremig schlagen. Dann trennen wir die nochmal. Eigelb und Zucker mit dem Handrührgerät. Ne, wir sind cremig schlagen. So, jetzt Zucker. 150 Gramm Zucker brauchen wir. Zucker, Zucker, Zucker. Ja. 150 Gramm Zucker, das kommt jetzt genau wo rein, bevor ich es gleich wieder falsch mache. Mit dem Handrührgerät cremig schlagen. So, dann die Mandeln, das Paniermehl und das Backpulver mischen und unter die Eigelbmasse. Also erstmal rühren. So. Durchmischen. Jetzt in die Eigelbmasse, ne? Mhm. Das sollte gehen. Eigelbmasse rühren, Eiweiß steifschlagen und mit 50 Gramm Schokostreusel unterheben. Also erstmal steifschlagen. Den Teig in die Springform streichen und im vorgeheizten Backofen backen und abkühlen lassen. Das heißt, ich kann das schon mal da reintun und den Backofen vorheizen. Kommt das Ganze hier rein? Und dann wird das Ganze nochmal miteinander vermengt. Echt, geht das jetzt? So. So, ich glaube, das passt. So, jetzt haben wir hier so eine Masse. So. Jetzt wieder 750, ne? Mhm. 200. 400. Und ich freue mich gut, dass ich die Schürze habe, ne? Mhm. Ja, die auch schon mehr aufgehört. Ja. 600. So? Mhm.
ist schon lose, ja, ne? Eigentlich ja. Oder ist das noch nicht lose? Jetzt heißt es warten. Beziehungsweise wir rösten jetzt schon mal die Mandeln, würde ich sagen. Die rösten wir jetzt schon, weil dann sind die gleich auch kalt. Dann sind die schon geröstet. Den Rest ist dann einfach nur dekorieren am Ende und dann fertig. Nicht den Finger. Einfach wirklich eine 10 von 10 geben. Jason hatte gesagt, eine gute 9,5, ne? Ey, wirklich ein sehr, sehr guter Kuchen. Hat zwar auch seine Zeit gedauert, aber macht ihn gerne nach. Rezept ist im Discord-Channel. Den Discord-Channel, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall gern vorbei, macht ihn nach. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Kostet euch nicht, unterstützt mich und ich würde mich darüber sehr freuen. Und aktiviert die Glocke, um jedes weitere Video die Benachrichtigung zu bekommen. So, jetzt habe ich's. Habe ich irgendwas vergessen? Sag nochmal M und ich glaub's dir. ja. Und schaut auch gerne auf Twitch vorbei. CrazyJ97. CrazyJ97. ja.
Werdet Teil der Crew, wenn ihr es nicht sogar schon seid. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Tag, wann auch immer ihr das Video schaut. Bis dann, Leute. Immer crazy bleiben. Ciao, ciao.